Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der neu designten Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und ich möchte euch heute das Tantive IV Corridor Playset von der Firma Hasbro vorstellen, welches im Jahr 2021 in der TVC-Serie herausgekommen ist. Bevor wir zum Unboxing kommen, stelle ich euch einmal die Box vor. Wie wir hier sehen, haben wir hier das aufgebaute Tantive IV Corridor Playset, das bevölkert ist mit ein paar Figuren. Diese Figuren sind bis auf einen Rebel Fleet Trooper nicht mit enthalten. Das Ganze sehen wir hier auch, dass dieser Rebel Fleet Trooper hier mit enthalten sein soll. Hier vorne sehen wir das Aufbaubeispiel, genauso wie wir das Aufbaubeispiel hier auf den beiden oberen Fotos sehen. Dieses Aufbaubeispiel geht in einigen Fällen davon aus, dass man sich zwei Sets gekauft hat. Dementsprechend kann man dieses Set auch erweitern. Auf der Frontseite sehen wir das Star Wars Logo, dass es damit ein bisschen was Spezielles auf sich hat, da kommen wir gleich noch drauf. Und was wir hier sehen, ist einmal das Kenner Logo. Auf der anderen Seite sieht es nicht viel anders aus, mit Ausnahme dessen, dass wir hier unseren Warnhinweis haben, dass es für Kinder unter 4 Jahren nicht geeignet ist. Und wir haben hier noch ein paar mehr Logos drauf, unter anderem von Hasbro und von Disney. Auf den Seiten sehen wir hier einmal die Rückseite des Playsets. Das heißt, wir sehen, dass hier so graue Streben verbaut sind. Und auf dieser Seite hier, da sehen wir nochmal das Playset mit Darth Vader, ein paar Stormtroopern und dass sich offensichtlich die Türen, die hier drin sind, öffnen können. Okay, das soll es erstmal soweit zur Box gewesen sein. Ich habe mir natürlich wieder einen Cutter besorgt, mit dem ich diese Box jetzt öffnen kann. Und dann wollen wir mal schauen, was uns da drin erwartet. Immer vorsichtig von einer Seite geöffnet. Die andere Seite bleibt bei mir meistens zu. Und dann schauen wir mal, was sich alles hier drin verbirgt. Na? So, die Box, die brauche ich erstmal nicht. Die stellen wir mal hier hinten. Ja, und so ist es erstmal gestaltet, der Inhalt. Das heißt also, wir haben hier oben einmal einen Einleger. Ah, da sehen wir schon, das sind die grauen Seitenteile, die wir vorhin schon auf dem Bild gesehen haben. Die eigentlichen Korridorteile, oh, kann man die auseinandernehmen. Ja, kann man auch auseinandernehmen. Und hier sehen wir dann, dass unter anderem hier so ein paar Applikationen drauf sind. Wir haben hier ein paar graue Elemente drin. Ansonsten ist das Ganze im schlichten Weiß gehalten. Wir sehen nachher noch ein paar Detailbilder, aber das mache ich erst dann, wenn wir das Ganze aufgebaut haben. Okay,
lege ich das Ganze hier auch mal hin. Ah, und hier haben wir dann auch die Figur vom Rebel Fleet Trooper. Auch hier werde ich nachher noch ein paar Detailbilder zeigen. Aber das, worauf ich eigentlich hinweisen möchte, ist, diese Figur kommt mit dem Logo Rogue One raus, währenddessen die Verpackung uns das Star Wars Logo gebracht hat. Das hat natürlich insofern Bewandtnis, als dass man den TNT-4-Korridor auch im Film Rogue One gesehen hat. Ich beziehe mich jetzt aber einfach mal darauf, auf den Originalfilm, also sprich auf Episode 4. In diesem ist dieser Korridor ja das erste Mal gezeigt worden. Ja, schauen wir, was wir sonst noch finden. Wir haben hier ein kleines Päckchen, was wohl offensichtlich dazu geführt hat bei schon anderen, dass sie dieses Päckchen weggeworfen haben. Aber in diesem Päckchen befinden sich die Packs, womit man die Figur nachher sozusagen auf der Grundfläche verankern kann, damit sie nicht umfällt. Dieses Päckchen darf man also nicht wegwerfen versehentlich. Da sind noch ein paar Sachen drin. Ja, und hier haben wir die Türteile, die dann auch noch zum Set zugehören. Hier oben haben wir einen kleinen Schieber und wir sehen, wir können also diese Türen auf- und wieder zuschieben. Das ist schon mal sehr schön. Hier nochmal ein Türelement, auch mit einem Schieber. Kann man das Ganze also auf- und zuschieben. Auch auf diesen Türenelementen sind ein paar Applikationen drauf. Auch hier wieder eine Applikation so in Rot, bisschen in Grau. Schön dargestellt. Aber wie gesagt, erst dann, wenn wir es aufgebaut haben, werden wir uns das Endergebnis ansehen können. Es geht noch eine Ebene weiter. Und ganz zu unterst kommt raus, haben wir dann noch mal die Bodenplatten. Das wäre also eine Bodenplatte und eine zweite. Mal gucken, ob wir die jetzt zerstörungsfrei aus diesem Kasten herausbekommen. Nur dann, wenn wir den Kasten ganz aufmachen. Werden wir einmal das Seitenteil hier entfernen. Tja, gewusst wie. So. Und dann haben wir auch die zweite Bodenplatte. Okay, das Ganze setze ich mal wieder zusammen. Das können wir aber auch später machen. Das, was mich ein bisschen verwundert, ist, dass ich hier keine Aufbauanleitung habe. Zumindest habe ich doch. Man muss halt nur tief genug in den Karton schauen. Und schon haben wir auch eine Aufbauanleitung. Die werde ich jetzt erst einmal studieren, damit ich euch genau sagen kann, wie man das ganze Set aufbauen kann. Auch von dieser Aufbauanleitung werde ich euch nachher nochmal ein Detailbild zeigen. Wir unterbrechen kurz die Sendung und weisen auf Folgendes hin. Das Imperium und die Rebellen mögen sich in vielen Punkten nicht einig sein, aber eine Gemeinsamkeit haben sie doch. Sie abonnieren den Kanal mit einem Klick und aktivieren die Glocke, um bei neuen Videos benachrichtigt zu werden. Und nun weiter im Programm. So, der Plan ist jetzt einigermaßen studiert. Jetzt weiß ich zumindest ungefähr, wie ich das ganze Set zusammenbauen soll. Okay, fangen wir erstmal an. Als Schritt 1 sagt man, dass man das kleinere Teil mit dem etwas größeren Teil verbinden soll. Naja, gar nicht mal so viel größer, ein paar Millimeter sind es dann wohl. Und damit man das Ganze richtig verbindet, sind hier solche kleinen Stifte eingebaut. Diese Stifte, die sollen natürlich in die Gegenseite immer des jeweils anderen Elements eingesetzt werden. Das geht
soweit auch ganz gut. Das heißt also, jetzt hätten wir einmal ein komplettes Gangelement fertig. An dieses Gangelement soll jetzt eine Tür heran. Die erste Tür, die nehmen wir uns mal. Die beiden Türen sind im Übrigen absolut gleich. Das heißt also, da gibt es keine Unterschiede. Können wir uns hier auch nochmal ansehen. Das heißt also, ihr seht, beide Türen gehen auch nach, ja, von euch aus gesehen, nach rechts auf. Sind also beide gleich. Auch diese Türen haben hier diese Stiftelemente. Und diese Stiftelemente, die kann ich jetzt hier einmal heransetzen. Ja, das geht dann auch relativ einfach. Hier unten haben wir noch kleine Stege eingebaut, auch hier. Bitte da nicht verwirren lassen, auf der Aufbauanleitung ist an der Tür sind zwei Stegelemente dran. Hier gibt es aber nur eins. Da scheint sich der Zeichner eine kleine Freiheit rausgenommen zu haben. So steht das Ganze schon mal so da. Und um die zweite Tür einzusetzen, benötigen wir hier noch so ein Zwischenstück. Das war vorhin beim Auspacken an einer von den beiden Wänden dran. Und dieses Zwischenstück kann man hier jetzt einmal so heransetzen, dass die beiden Ausbuchtungen uns einmal angucken. Und dann kann man dieses zweite Türelement hier auch verbinden. Ja, wenn man es denn kann. Doch, geht aber. So, nun haben wir, ich mache hier mal ein bisschen Platz. Jetzt dieses komplette Element aufgebaut und wie wir sehen können, ich rück das noch mal etwas ins bessere Licht, haben wir jetzt hier einen Versatz. Dieser Versatz, der wird ausgeglichen mit diesem Element. Hier haben wir nämlich den gleichen Versatz auch mit drin. Ja, dieser Fußboden, der soll auch einmal zusammengesetzt werden. Und dann können wir den Fußboden laut Anleitung hier einklinken. Schauen wir mal, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Oh ne, das funktioniert sogar relativ gut. Auf Maßhaltigkeit wurde hier also offensichtlich auch mal geachtet. Und das gibt dem Ganzen schon eine schöne Stabilität. So, von der Hinterseite haben wir jetzt diese grauen Strebenelemente. Und bei den grauen Strebenelementen ist es so, dass wir hier einen kleinen Absatz haben. Dieser Absatz soll nach unten. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir den da auch mit eingesetzt bekommen. Schauen wir uns mal ganz kurz an, welche Richtung das Ganze haben soll. Ja, der Absatz soll also nach innen zeigen. Ja, ist das Ganze auch richtig? Ja, das soll so sein. Okay, dann käme der nächste Absatz hier rein. Wird also nur geklemmt, respektive gesteckt.
dann haben wir hier auch die Strebenelemente. Ja, das Ganze ist relativ stabil, da fällt nichts ab, da ist nichts lose. Und in der letzten Konsequenz haben wir hier ja noch das kleine Tütchen, was ich eingangs erwähnt habe. Und da haben wir viele kleine Stifte drin. So ein Stift kann jetzt eingesetzt werden in die vorbereiteten Löcher. Und dann kann da eine Figur hineingesteckt werden. Da ich diese Figur nicht auspacken werde, habe ich aber schon mal was vorbereitet. Und zwar ist es so ein ähnlicher Rebel Fleet Trooper. Der kam in einer anderen Serie schon mal heraus. Und dann kann man den hier auch einmal aufstecken. Ne? Zumindest sollte es so sein. Hm. Ah, ich sehe schon, es könnte sein, dass diese Packs an dieser Figur, na doch, müsste eigentlich halten. Werden wir uns das einmal anschauen, wie wir den da sinnig hineinbekommen. Naja, der weigert sich so ein bisschen, auf diese Packs heraufgesteckt zu werden. Kriegen wir das vielleicht anders hin? Erst den Pack und dann die Figur. Schauen wir mal. Ja, das könnte auch ein Weg sein, wenn denn die Waffe nicht hier herunterfällt. Und schon steht unser Rebel Fleet Trooper bereit zum Einsatz in dem Korridor drin. Ja, man sieht, kein großes Hexenwerk, dieses Set aufzubauen. Ist alles wunderbar in der Anleitung beschrieben. Und ich werde jetzt einmal dazu übergehen, euch gleich ein paar Detailbilder zu zeigen. Das werde ich dann auch von der Figur machen. Wie gesagt, die wird zwar eingepackt bleiben, aber ich denke, man kann da schon sehr gut sehen, worum es da gehen wird. Bis gleich. Thank you.
Abschließend noch ein paar Worte zum Rebel 4 Corridor Set. Dieses Set ist das erste seiner Art, was Hasbro in der Form herausgegeben hat. Natürlich habe ich mich im Vorfeld schon etwas darüber informiert und bei mir entstand so leicht der Eindruck, dieses Set könnte etwas billig wirken, allein durch das weiße verbaute Plastik, was da zum Einsatz kommt. Es ist aber in der Tat so, dass das Originalset auch eigentlich fast im rein weiß gehalten worden ist, mal abgesehen von so ein paar Accessoires, die da verbaut worden sind. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass dieses Set nicht so billig wirkt, wie ich es befürchtet habe. Klar, die Rückseite hätte etwas schöner gestaltet sein können. Da hätte man vielleicht noch ein paar Details mehr mit einbauen können. Aber insofern, ich kann eigentlich sagen, dass ich relativ zufrieden mit diesem Set bin. Zur Figur kann man sagen, dass das natürlich ein Repack der VC52 aus dem Jahre 2011 ist, mit dem Unterschied, dass hier Hasbro jetzt die Photoreal-Technik angewendet hat. So, und nun würde ich sagen, das wäre es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr auch in zukünftigen Videos wieder einmal reinschaut. Und von daher verabschiede ich mich mit sammlerfreundlichen Grüßen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.